Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde von Tropico 6 und heute ist es die Mission, das Referendum. Wir haben natürlich wieder auf schwer gestellt und starten auch sofort die Mission. Das Ding ist an dieser Sache, wir haben hier wirklich ein Zeitlimit, in dem wir das ganze Spiel beenden müssen. Und ich würde sagen, das ist bisher auch mit einer der schönsten Missionen, die ich bisher gespielt habe. Macht mega Laune. Und ich habe sie mir, wie gesagt, schon mal angeguckt. Ich habe sie allerdings kurz vor Ende beendet. Ich denke aber, ich hätte es geschafft, nur da die Aufnahme nicht lief, habe ich dann die Finger davon gelassen. Und jetzt fangen wir erstmal an, unsere Wirtschaft aufzubauen. Das wird diesmal auch alles ein bisschen anders sein als in der Vergangenheit. Deswegen macht euch da auf etwas Neueres gefasst, wie ich das Ganze angehe. Natürlich werde ich die Standardgebäude mehr oder weniger schon bauen. Einfach nur, um ein bisschen an Geld zu kommen. So viel brauchen wir da aber nicht. So, damit hätten wir die erste Produktionslinie drin. Die zweite wird dann unsere Schiffslinie werden. Die bauen wir hier oben hin. Da können wir dann auch ein automatisiertes Bergwerk an diese Stelle setzen. Natürlich, Aluminium bedeutet immer, dass wir auch eine Schiffswerft bauen. Die kommt dann auch hier unten hin. So, dann einmal auf Schnellerbau funktioniert gerade noch nicht. Dafür müssen wir erst die Straße bauen. Auch das soll funktionieren. Bauen wir die einmal so rüber. Damit haben wir das angeschlossen. Und dann werden wir die da hochbauen, damit wir alles angeschlossen haben. Jetzt können wir das auf Schnellbau setzen. Zeit läuft auch schon und stopp. Jetzt geht's weiter. Wir müssen hier auf jeden Fall das Upgrade draufsetzen mit der Schweißanlage. Dann brauchen wir hier oben auf jeden Fall ein Umspannwerk. Das mache ich auf Sofortbau, damit wir hier schon mal ein bisschen was auf die Reihe bekommen. Ebenfalls werde ich hier oben noch einen Transporthafen hinbauen, damit ich die Waren auch darüber ein bisschen schneller transportieren kann. Damit ist das erledigt, dann werden wir noch ein bisschen Geld ausgeben für ein paar nette Sachen, die wir hier auf jeden Fall brauchen. Obwohl, nein. Wir haben jetzt zwei Warenketten, die uns Geld bringen. Das muss reichen, würde ich sagen. Also, let's go. Wir starten. Ich werde keinen Handel anfangen am Anfang. Wie gesagt, ich kenne hier die Quest rein, weiß, was auf mich zukommt. Deswegen eine etwas andere Spielweise als in der Vergangenheit. So, natürlich nicht auf langsam. Das sollte schon auch irgendwann mal zum Ende kommen. Ich will das Video ja nur auf 10 Minuten strecken und nicht weiter. Wissen Sie, was die Welt wirklich regiert, Press? Ja, das... Moment, Pause. Jetzt geht's los. Und zwar brauchen wir einmal... wo ist das denn schon wieder? Dort, das Einkaufszentrum. Davon müssen wir insgesamt 3 Stück bauen. Da ist es auch recht egal, wo wir sie hinbauen. Einmal, zweimal. Ich werde es ungefähr so bauen, wie ich es beim letzten Mal gebaut habe, damit ich weiß, dass es funktioniert. So. Dann bauen wir hier eine Straße vor. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Geld mehr ausgeben. Das machen wir mit den Transportbüros. 2, 3, damit das auch alles funktioniert. Und dann gucken wir mal. Ich bin mir nicht sicher, wie teuer die waren. 1,8. Die werden wir als nächstes brauchen. Obwohl, da unten haben wir bereits... Irgendwas haben wir hier unten schon. Ah, da ist schon eine Zeitung. Hier ist keine. Das heißt, hier bauen wir eine hin. Die bauen wir an die Stelle, damit wir da alles schön abgedeckt haben. Hier oben ist es negativ, das heißt, ich baue auch hier eine hin. Bauen wir da hin und dann kommt die letzte Zeitung hier oben hin. So, dann können wir jetzt sagen, wir starten das ganze Spiel. Werden aber nebenbei noch mal ein paar Sachen abreißen. Das können wir aber machen, während die Zeit läuft. Ich brauche keinen Wachturm, Militär ist mir egal. Dann brauche ich auch lernt nun das Spiel kennen. Die Kontrolle nicht. Hat das neue Videospiel ich will nur den Turm abreißen. Präsidenten offiziell lizenziert. Jetzt überall im Handel. Hallo? Ich will nicht die Straße abreißen. Jetzt. Das hätten wir. Dann haben wir so Geblödsinn, nämlich auch hier. Der Turm kommt weg. Militär ist halt absolut nicht das, worauf ich jemanden Augenmerk lege. Ich bin mir sicher, dass wir hier irgendwo auch noch eine Station hatten. Da oben ist sie. Ja, das ist teilweise blöd anzuklicken. So, dann brauchen wir hier den Schutzturm auch nicht.
und die Dinger natürlich erst recht auch nicht. So. Alles in allem sieht das doch erstmal ganz nett aus. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld bekommen, das stört uns aber nicht weiter. Wir brauchen jetzt hier erstmal eine durchschnittliche Nahrungszufriedenheit, die muss ein bisschen steigen. Und das Ganze machen wir dann auch über eine Forschung, denn wir werden sehr viel mit Forschung hier arbeiten und Mitarbeiter des Monats, um mehr Geld zu bekommen. Dann haben wir, das können wir glaube ich sogar sofort erlassen, die glückliche Zufriedenheit. War es die? Nein. Gratis Essen? Moment. Nee, irgendwie auch nicht. Brot für alle? Ja, erhöht die Nahrungsqualität. Check. Yeah, Mitarbeiter des Monats? Check. Let's go. Und dann lassen wir mal weiterlaufen. Ihr könnt das, glaube ich, sogar 1:1 nachspielen, wenn ich mich da nicht irre. So dass ihr die Mission, falls ihr sie noch nicht geschafft habt, auch schaffen werdet. Die Bekleidung können wir noch nicht machen, werden wir aber auch bald bauen. Und dann könnt ihr erstmal weitergehen. Und ich, Präsidente. Wir bauen auf in den Gräben, Seite an die Recycling-Anlagen. Die werden wir später sowieso brauchen. Deswegen können wir die eigentlich auch schon anfangen. Da werden wir jetzt einfach mal hier schauen. Die kostet aber 8000. Ich halte sie zumindest schon mal frei, dass wir sie haben. So, mit dem LKW, mit dem Schiff, ist ja kein LKW, werden wir auch nicht genug Geld generieren. Hey, Präsidente. Export mit den USA erfüllen, das nehme ich an. Und was hättest du gerne? Wohngebäude, das nehme ich auch an. Und die werden wir sogar schon bauen. Was wir aber nicht machen werden, ist der Handel mit den USA. Ich dachte, ich kriege da zwei Stück hin. Ich meine nämlich, dass ich das gemacht hätte, bin mir aber dann doch nicht mehr so sicher. Dort oder dort. Da bauen wir eins hin und da bauen wir eins hin. Dann ist das auch erledigt. Okay. So, Zufriedenheit 44, wir müssen auf 70 kommen. Zudem müssen wir hier auch noch 4 Fraktionen auf 70% Zustimmung kriegen. Das ist eher das geringere Problem. Das können wir nachher sehr schnell machen. Dafür müssen wir dann halt ein bisschen Forschungspunkte in die Hand nehmen. Jetzt geht es darum, dass wir erstmal die Nahrungsmittelzufriedenheit hochkriegen. Das wird aber von alleine funktionieren, dadurch, dass wir jetzt diese 10% oben drauf haben. Und wenn wir spätestens die Sachen nochmal upgraden, denen ein bisschen mehr Geld geben, ist das in 0, nichts erledigt. So, dass wir im Moment kein Geld haben, das ist halt so bei uns ja Standard, gerade am Anfang, aber auch in der Situation hier eigentlich kein Problem. Das kommt gleich von alleine rein. Wir kriegen nämlich immer wieder eine Quest, wo es heißt, hey, mach das und das für mich und dann gibt es viel Geld. Und die Vorbereitungen dafür sind bereits getroffen. Okay. Ich wäre jetzt dankbar, kriegt seinen ist abgeschlossen. Wir nehmen die Blaupause für die Marktwirtschaft. Die Bank bauen wir sowieso nicht und die Marktwirtschaft, da müssen wir nachher was dran ändern. Zufriedenheit steigt weiter. Wir müssen trotzdem noch darauf warten, dass wir gleich die ersten nächsten Quests bekommen. Die Recyclinganlage können wir nach wie vor nicht bauen. Finanziell sieht es auch nicht gerade so berauschend aus. Aber das wird sich gleich erledigen. So, da haben wir ein Feuer, da müssen wir dann gleich mal drauf achten. Wir haben nämlich recht wenig Feuerwachen, wodurch es gut passieren kann, dass uns gewisse Gebäude einfach mal niederbrennen. Hier müssen wir auf jeden Fall noch eine hinbauen. Das dauert aber noch einen Moment, bis wir uns das leisten können, wobei wir jetzt gerade das Schiff dafür bekommen. Wir Kommunisten lieben Highschool, das werden wir auch annehmen. Und das sind die konservativen Einwanderungsbehörde, die ist wichtiger, denn die Konservativen werden wir erfüllen. So, Schiff kommt, hat uns kurz aus dem Minus gebracht. Dann werden wir jetzt erstmal die Einwanderungsbehörde bauen, da das für eine Fraktion ist, die für uns interessant ist. Die Einwanderungsbehörde kann ich irgendwo hinbauen, das ist relativ egal, wo wir die bauen. Wissen Sie, warum unsere Mauer so lang wurde? Das werden wir annehmen und dann gucken wir mal, dass wir die Feuerwache noch schnell bauen, solange wir ein bisschen Geld haben und die kostet. Warum kostet die zu viel? Ah, 200 fehlen uns. Okay, alles klar. Na gut. Jedenfalls, die Einnahmen sollten dann bald auch ein bisschen ansteigen. Ich habe nach wie vor hier keine Mission laufen. Atomwaffen! Haben Sie noch einen Platz in unserem Leben? Oder sind Sie nur Souvenirs? Euer loyaler Penultimo ist sprachlos.
Nur die politische Majestät seines geliebten Präsidenten kann Penultimo auf diese Art und Weise verstummen lassen. So, das nächste Schiff kommt. Damit können wir uns dann eventuell schon an die Highschool wagen. Davon brauche ich insgesamt 2 Stück, damit das Ganze aufgeht. Zack, da haben wir sie. Dann werden wir jetzt die Highschool auch bauen. Auswählen, bauen, Nummer R1. Und dann kommt hierhin die Nummer 2. So. Hier vorne brauchen wir noch eine kleine Straße, damit das auch funktioniert. Danke. Und damit für Ihre sind Hilfe, wir auch hier erledigt. Merken Sie sich, dass wir nehmen den Ruf bei den Konservativen. Da kann ich euch nämlich noch ganz kurz was zeigen. Und zwar, das Gesundheitswesen wird gleich alles steigen. Macht euch da mal nicht verrückt. Das finden wir hier. Da ist ja hier die Zahl, wie gut wir sind. Wir werden die Kommunisten machen, die Religiösen, die Umweltschützer und die Konservativen. Das sind die vier Sachen, die wir auf 70% Zustimmung pushen. Ihr wisst selber, wie leicht das immer mit den Umweltschützern ist. Auch wenn die Industrie gerade besser aussieht, werden wir die schneller hochkriegen. Die Religiösen können wir auch nachher relativ gut hochpushen. Die Kommunisten genauso und die Konservativen. Präsident, Sie müssen von der Redewendung für die Wissenschaft gehört haben. Bei denen ist das relativ egal. An das ungehinderte Streben, wir werden also alle ablehnen, da wir bei keinem einen Vorteil hätten von den Fraktionen, für die wir uns bisher entschieden haben. Dann werde ich mich da auch nicht groß drum kümmern und damit aufhalten. Da kann der Ruf wohl steigen. Sinken, Entschuldigung. So, nächstes Schiff kommt. Bringt uns natürlich wieder nicht aus dem Minus raus. Das war abzusehen gewesen. Wir brauchen 197 Gebildete. Das waren, meine ich, eben, mehr gewesen. Ich glaube, ich brauchte da 202. Wundert mich ein bisschen, dass es diesmal weniger sind. Vielleicht, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich hier angekommen bin, weniger hatte. Macht aber keinen Unterschied. Ich habe auch eine höhere Zahl geschafft. Es fehlen uns noch 18 Punkte zur Zufriedenheit. Das wird gleich ein bisschen langsamer gehen. Von daher erstmal da nicht verrückt machen. Wir können das Gesundheitswesen schon mal anregen, damit die ein bisschen mehr Geld bekommen und dadurch die Gesundheit in der Bevölkerung schon mal steigt. Das mit der Bildung können wir auch beschleunigen. Ich wollte das Gebäude haben. So. Und damit sind wir da nochmal ganz kurz aus dem Minus raus und wir können überlegen, ob wir da die nächsten Gebäude bauen. Ich wüsste aber gerade erstmal spontan nicht was, dann wäre es sinnvoller, dass wir eigentlich doch schon wieder aufs Geld gehen. Wobei, wir könnten den Recyclinghof bauen. Den haben wir ja eben auch schon freigeschaltet und immerhin werden wir die nachher auch brauchen. Wo war er? Hier, die Recyclinganlage. Da müssen wir am besten gucken. Es gibt bestimmte Gebiete, sowas wie hier, wo es unglaublich dreckig ist. Und wenn ich den jetzt irgendwie dahin bauen könnte, was eigentlich funktionieren müsste, so, haben wir zumindest einen Teil der Fabriken schon mal drin und können dafür Sauberkeit sorgen. Dann ist das nämlich auch erledigt, die Importroute mit den USA. Stört mich wirklich, dass sie gerade offen ist. Wenn steigende beliebt. So, damit müsste jetzt gleich dann hoffentlich die Quest kommen, wo die USA uns ganz viel Geld bietet dafür, dass wir Blödsinn machen. Ich hoffe, dass sie diesmal auch kommt. Ne? Es kann auch sein, dass das Spiel das nicht immer vorsieht. Um ihren Plan ins Rollen zu bringen, werden so, wir ein genau, paar die ist es. Ich nehme die Hilfe von den USA an. Es ist gut, dass Sie sich damit an mich wenden. Brauche die Freiheit von 65. Sie arbeiten an Ihrer Beliebtheit, richtig? Das nehmen wir an. Und dadurch, dass wir hier überall Zeitungen haben und den Ruf einfach nur hochsetzen können sie bei denen. Die Erde zur höchsten Priorität. Ich nehme die Umweltschützer. Da nehme ich mal nicht das Geld. Sollte die Freiheitszufriedenheit auf jeden Fall auch steigen. Deswegen haben wir hier überall unsere Zeitung auch gebaut. Wir kommen jetzt ein bisschen aus dem Minus raus. Dann schaue ich mal, wie es aussieht. Ich kann nämlich noch einen Radiosender bauen. Der erhöht den auch nochmal zusätzlich. Hier haben wir insgesamt 4 Mietskasernen. Hier oben haben wir auch Arbeitsplätze dazu. Deswegen können wir hiermit eigentlich viel mehr abdecken, wenn wir die da hinbauen. Und wenn wir sie hier hinbauen, haben wir sogar oben noch die Gebäude mit drin. Deswegen ist das hier eigentlich so eine etwas sinnvollere Ecke. Ich verliere zwar jetzt hier links ein paar Gebäude, aber alles in allem würde ich sagen, habe ich doch viel mehr drin, wenn ich das hier hinbaue. Deswegen kommt da jetzt der Radiosender hin. Das hat auch Zeit, bis der gebaut ist. Da müssen wir uns jetzt nicht stressen. Hier ist übrigens auch ein Radiosender, wie ich gerade sehe. Den können wir aber schon mal hochsetzen in allen Namen. Meine Güte! Präsident. Keine Ahnung, was du jetzt von mir willst. Warum wurde mir der eben nicht angezeigt? Auf jeden Fall habe ich jetzt hier die gesamte Insel abgedeckt.
So, wir müssen mal gucken, was wir noch für die Freiheit generell machen können. Das könnten wir im Zweifelsfall auch über die ein oder andere Verordnung regeln. Da gibt es nämlich auch so ein paar nette Sachen, die für uns erstmal nicht so schlimm wären. Erhöht die Freiheit um 15 Punkte. Das ist eine Menge. Die müssen wir ja auch nicht lange drin haben. Das nehmen wir schon mal mit, weil wir alle drei benutzen. Wir benutzen auch die Militärpolizei. Da kommen wir aber gleich zu. So, der Radiosender hat auch ein bisschen mehr Geld bekommen. Und ihr werdet schon merken, dass die Freiheit, Zufriedenheit auf jeden Fall bald anfangen sollte zu steigen. Dauert natürlich immer ein bisschen, bis sie sich dann auch dazu entschließen, wirklich was zu tun. Da die Forschung abgeschlossen war für die Ruf zu den Waffen, auch wenn der Ruf jetzt kaputt geht, ich erlasse die Verordnung erstmal, nehmen wir hier einfach mal schneller die Punkte hin. Wir können das ganze Ding danach ja auch wieder kippen. Ist ja jetzt nicht so irgendwie eine Pflicht, dass es bleiben muss. Ich werde jetzt hier noch einen weiteren Radiosender bauen, nach hier oben. Einfach nur, um auch da ein bisschen was zu beschleunigen. Aber ihr seht schon, wie schnell die Freiheitszufriedenheit hier einfach steigt. Wir werden also gleich die 65 erreichen. Das ist auch ganz gut, weil wir die 60 Zustimmung bei den USA eigentlich sehr, sehr schnell kriegen. Kostet, glaube ich, nur $1000, um die zu erreichen. So, wir sind auf jeden Fall schon jeden Moment da. Da hätten wir uns den Radiosender eigentlich sparen können. Ja, bevor der fertig ist, ja, also ziemlich gleich. Auf jeden Fall, er steht. Setzen wir trotzdem nochmal kurz hoch. Ein Punkt fehlt noch, dann ist das erledigt. Und wir haben noch 1000 übrig. Das heißt, ich gehe sofort in den Handelsbildschirm und werde die Mission jetzt beenden, indem ich zum Beispiel sage den USA, hey, passt auf Leute, ich verkaufe euch Sachen, die ich nicht habe. Sowas wie Mais, gibt plus 5 bei Vertragsunterzeichnung. Und dann werde ich denen jetzt noch irgendeine andere Sache aufs Auge drücken wollen. Ist egal, ob ich es habe oder nicht. Ich kann die Mission danach nämlich abbrechen. Dann werde ich hier einfach nochmal Felle machen. Oder Aluminium hätten wir vielleicht sogar. Planken produzieren wir nicht. Ist also eigentlich echt scheißegal. Vertrag unterzeichnen für 1000. Und damit ist die Mission erledigt. Und wir bekommen 70.000 in die Tasche. Gut, damit hätten wir auf jeden Fall diese Sache erledigt. Mais müssen wir produzieren. Wir haben Ruf bei Militär ist egal, Intellektuelle sind egal, also werde ich die auch wegschmeißen. Nutzen Sie manchmal dogmatisch diese Redewendung. Nein, das machen wir mal nicht. Wir nehmen hier diese Teilung. Tatsächliche Teilung. Müssen wir das erst erforschen? Gewaltenteilung. Da ist es. Tatsächliche Teilung, das können wir einfach mal machen und dann unterschreiben wir den ganzen. In der Vergangenheit marschierte der Fortschritt und nehmen an voran. Der Stelle das Geld. Doch Beine werden müde. So, also das läuft weiter. Der Export stehen. An die USA sollte laufen. Ein paar Gebildete sollten wir auch noch dazu bekommen. Dann können wir es uns gibt jetzt einen mit dem, schmalen Grat zwischen legal. Nein, das und machen innen. Wir nicht. So, das kann weg. Dann werden wir mal die nächsten Sachen bauen. Und zwar einfach einmal, damit wir ein bisschen mehr Geld bekommen, gehen wir hier nochmal rein und bauen mal eine Modefabrik. Die können wir irgendwo hinbauen, wo wir in der Nähe viele Leute haben. Jedoch ist hiermit so der sinnvollste Platz. Auch wenn das vielleicht jetzt doof aussieht, das hier mitten reinzusetzen, habe ich aber da den Vorteil, dass ich einmal hier eine Straße lang bauen kann. Ja, okay, eigentlich wollte ich es nicht ganz so haben, aber egal. Die werde ich wieder abreißen. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Wobei doch die Freiheit könnte... Ah nee, ich brauche sie nicht. Ich habe hier noch so über 70. Also, machen wir das so rum. So, so. Und so. Sieht halt wieder dämlich aus, aber mein Gott, ist es halt so. Dann können wir hier oben feststellen, dass wir zu wenig Waren haben. Das heißt, wir müssten die Baumwollplantagen etc. schon mal alles ein bisschen verbessern, damit die mehr Geld generieren. Das hat jetzt direkt für alle gezählt, da wir hier oben nur Baumwolle produzieren. Dann arbeiten die Fabriken schon mal wieder ein bisschen besser. Die Frachter bringen auch gerade mehr Geld rein. Die Bildung, da müssen wir nochmal nachschauen, woran es liegt. Die könnte ein bisschen besser sein, aber an für sich auch recht egal. So, das Gebäude ist gleich gebaut. Dann werden wir auch direkt das Upgrade hier reinsetzen. So, damit wir hier schon mal bei den Einwohnern eine höhere Zufriedenheit haben. Das ist ganz praktisch, kostet aber 15.000. So, Outlet Store ist eingereicht, mehr Geld da rein und dann versuchen wir nochmal, ob es klappt, weiß ich aber nicht, alles zu elektrifizieren, hat funktioniert.
Dann können wir nämlich in den Mietskasernen auch mehr Geld geben und überall bewaffnete Hausmeister reinstopfen. Damit kriegen wir da schon mal was hin. Religiöse, den Flughafen, ich muss jetzt das Minus bei den Religiösen in Kauf nehmen, da ich mir den Flughafen definitiv nicht leisten kann. Das würde zu lange dauern, um den auf die Reihe zu bringen. Das können wir mal annehmen. Dann werden wir hier die einfach mal alle hochsetzen und die erhöhte Energieleistung anbringen. Sowie Luftfilter für die Umweltverschmutzung ein bisschen reinsetzen. Das finden dann nämlich wieder die Ökos ganz gut. Damit haben wir schon mal den nächsten großen Schritt gemacht. Wir haben also eigentlich alles in allem bisher gut gehandelt. Es fehlen uns nur noch 9 Punkte. Die Zustimmung ist ganz normal, dass uns die an jeder Ecke fehlt. Da müsst ihr euch auch nicht verrückt machen, wenn das noch der Fall ist. Das können wir nachher alles über Forschung regeln. So, jetzt kommen wieder 28.000, also sind wir auch schon erneut ein gutes Stück im Plus. Dann nutzen wir die Gunst der Zeit und bauen mal hier das nächste Gebäude. Das wird in meinem Falle hier die Piratenfabrik, die Piratenwerft sein, damit wir ein bisschen Schatzjagd betreiben können. Gibt halt auch nochmal zusätzliches Geld. Da ich weiß, wie gesagt, was kommt, warten wir ab. Kein Geld. So, den Hafen können wir schon mal mehr Geld reinstopfen. Da können wir mehr Geld reinstopfen. Arbeitsqualität müssen wir gleich nochmal ein bisschen erhöhen. Kommt dann. So, Forschung. Da geht es dann jetzt erstmal weiter. Wir lassen die Zeit laufen und gehen erstmal ins Forschungsmenü. Dort werden wir auf jeden Fall... Okay, die Militärpolizei haben wir, Vermögensteuer haben wir, Bildung fördern lassen wir mal offen. Dann können wir hier den Nationalfeiertag nicht einführen. Die gute alte Zeit werden wir noch nehmen. Was haben wir denn sonst noch hier irgendwie Wichtiges gehabt? Die Impfpflicht, die Verhütung. Legalisierung auf gar keinen Fall. Ich glaube sogar, das ist es größtenteils gewesen, was wir brauchen. Ja, die Strafkolonie können wir noch machen. Das wäre auch nicht so das Schlechteste. Da gibt es halt doch ein paar Möglichkeiten. Frieden. So, das ist doof. Wir verlieren wieder bei den Religiösen 5 Ruf. Haben aber gerade eine Zustimmung von 87 in der Bevölkerung, 86. Darum müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Finanziell könnte es natürlich ein bisschen besser aussehen, aber das ist noch okay. So, dann schauen wir mal, dass die Zeit weiterläuft. Ich muss auf jeden Fall jetzt auf die nächste Mission warten, die größere, die dann kommt. So, zu den Waffen können wir jetzt eigentlich sogar wieder rausnehmen. Ich werde natürlich eine großartige Rede halten. Und zwar bezüglich der Arbeitszufriedenheit. Loben tue ich über die Umweltschützer. Ich habe mit keinem ein Problem und let's go. Jetzt geht's los. Und zwar, wir verlieren bei den Intellektuellen 40 Ruf. Da fällt uns auf, wir haben uns dafür eh entschieden, die nicht zu wollen. Und jetzt sollen wir hier die Medienfreiheit zu freie Medien ändern. Nein, das nehme ich mal an. Ich habe nämlich keine Lust, dass die da gleich irgendwie Stress mit uns anfangen. Das heißt, wir müssen hier auf Medienfreiheit gehen, das können wir sofort machen und ich werde auch die Verfassung dementsprechend anpassen. Freie Medien ist eh ein Standardwert, von daher ist das okay für mich und damit sind die wieder ruhig. Ich nehme das Geld, weil die Intellektuellen mich eh nicht interessieren. So, das wäre erledigt. Nach wie vor Gebildete steigen, das hat auch Zeit, das muss nicht von jetzt auf gleich fertig gemacht werden, das ist keine der wichtigeren Missionen. Handel haben wir irgendwas abgeschlossen, so wie es aussieht. Aber nicht den Mais, interessant. Da haben wir wirklich die andere Sache abgeschlossen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da verkauft haben. So, hier können wir nochmal ganz kurz nebenbei ein paar Schatzjagden starten. Eventuell ein paar gute Blaupausen mitnehmen. Und wir sind auf jeden Fall nochmal schuldenfrei. Das spielt uns auch in die Karten. 6 Leute fehlen uns noch. Und das freut mich auf jeden Fall zu hören. So, dann geht's weiter und zwar auch an der Stelle, an der Recyclinganlagen, da werde ich noch eine weitere bauen. Eine werde ich dahin bauen und die andere baue ich hier hin. Oh, da habe ich kein Geld für, hätte ich besser die zuerst gebaut. Mein Gott, ist so. Export mit den USA ist erledigt, die sind glücklich, also nehme ich das Geld. Und, nee, 8.000 kostete die. Ich dachte gerade, wir hätten das Geld doch zusammen. Es fehlt uns noch ein Gebildeter, dann ist die Quest auch abgeschlossen. So, das mit der Elektrizität, ganz ehrlich, das werden wir vermutlich offen lassen, weil wir es eh nicht schaffen können.
Können schon, aber wollen. Um die Liebe. Und wir nehmen die 5 Immigranten. Geht leider nichts Besseres. So, weiter geht's. Kommt. Zustimmung haben wir noch von gar keinem. Das ist aber nicht weiter tragisch. So, wir sind nicht im Plus. Wie man das Herz des Volkes gewinnt, Präsident? Ja, indem ich jetzt ganz schnell Pause drücke. Ah, nee, die Feuerwache kostet mehr. Okay, bringt nichts. Ich kriege die Feuerwache diese Runde nicht gebaut. Ich werde sie in der nächsten Runde bauen. Gibt auf jeden Fall eine Blaupause für den Polizeizeppelin, den ich auch nicht bauen werde. Zumindest habe ich ihn beim letzten Mal nicht gebaut. Kann sein, dass es diesmal anders läuft. So, muss sagen, aber alles in allem bin ich doch sehr zufrieden. Geld kommt rein, Schiff kommt auch wieder und damit kommt dann jetzt auch die Feuerwache. Auch wenn wir weiterhin im Minus arbeiten. Zack, oh doch nicht, wir sind kurz ins Plus gegangen. Feuerwache ist wichtiger als das andere, jetzt muss ich den Eingang nur richtig bauen und zwar so. Präsidente, Sie müssen von der Redewendung für die Wissenschaft gehört haben. Menschen ihren Glauben an das ungehinderte Streben nach Wissen. Die Gesellschaft Wohlstand durch Gesundheit. Egal, dass da der Ruf unten ist. Auf Schönheitsoperationen. Die Feuerwache müsste eigentlich sehr schnell gebaut werden. Mit allem drum und dran. Ansonsten ist es eh das einzige Gebäude aktuell, was wir bauen. Hier habe ich mich halt dazu entschieden, nicht auf Biegen und Brechen alles hochzubauen. So, die Gesamtzufriedenheit daran, an den 4 Punkten können wir nachher sehr schnell auch noch was ändern. Ich warte aber jetzt noch ein bisschen, weil ich, wie gesagt, weiß, was gleich auf uns zukommt. Das nehmen wir auf. So, das Schiff bringt uns genug Geld, um mal kurz wieder aus dem Minus zu kommen. Und das würde für mich bedeuten... Oh, das ist nicht ausreichend. Ich dachte irgendwie, dass wir mehr Geld kriegen. Egal. Vielleicht bringt das Piratenschiff jetzt 10.000 mit, dass wir uns die nächste Sache bauen können. Nee, hat es nicht gebracht. Es hat mir ein Apartment gebracht. Okay. Nehme ich auch an. So, alles in allem kann man noch sagen, sieht doch hübsch aus, ne? Top Zufriedenheit der Leute. Ich bin mir sicher, dass die freie Wahlen bei 79% kann man das schon mal machen. Nächstes Schiff. Und damit sind wir auf jeden Fall mal wieder im Plus. Komm schon, fahr an. So, bauen. Das heißt, wir bauen jetzt den nächsten Recyclinghof. Oder den ersten. Den bauen wir dahin. Und über dieses Ding in der Müllhalde könnte man eigentlich mal sich Gedanken machen, ob wir den nicht einfach abreißen. Da der sehr viel Müll produziert und eine Recyclinganlage doch um einiges besser ist. Bleibt zu überlegen. Natürlich war die ein voller Erfolg. Ist ja auch meine Mission, das hier zu schaffen. So, dann gucken wir mal weiter. Und zwar, wenn wir gleich Geld haben, dass wir an den Verordnungen so ein bisschen was drehen, damit wir die Zufriedenheit hochbekommen. Die neoliberale Philosophie begrüßt den freien Handel, Press. Wenn Sie das Leben Ihres Volkes will ich auf gar keinen Fall haben. Vermögensteuer werde ich eher lassen. Lassen Sie das Geld fließen. Zack. Geben Sie jedem... Mein gieriger Freund muss einsehen, Präsident. Ja, wir machen die Vermögensteuer. Keine Sorge. Das wollen und mit dem Schiff sollten wir das Geld dafür auch haben. Dinge sind. Dass wir jetzt meine anfangen, sozialistische den Ruf bei denen zu steigern. Danke, da ist er. Und zwar Autos für alle erlassen wir, Militärpolizei erlassen wir, Vermögensteuer erlassen wir, Agrarwirtschaft verbessert bei den Kommunisten. Ich meine, hätte ich auch gemacht. Tropico könnte eine Stehfarm, nicht nur ein Ort, an dem ungebildete Arbeiter mit überraschend gefährlichen Fahrzeugen herumfahren. Verbessert bei den Religiösen. Check, das nehmen wir auch. Die Impfpflicht, weiß ich nicht, warum ich die eben angeklickt habe. Trotzdem dann hätten wir hier noch kein gratis besonders, Essen, wenn wir nicht, die Siesta oder in einem anderen erhöht Arbeit die Arbeitsqualität, die wollen wir haben, die Sprachkolonie würde mir nur Geld bringen, das nehme ich auch. Unsere Genossen freuen sich über ihre Unterschalten Sie es für weise, die Bonzen, um ihren Geldüberschuss zu erleichtern? Oh, das ist eine neue Aufgabe, die hatte ich das Reiche vorher nicht. Mögen, dann sind das Steuern. Wer ist denn das, wer das will? Ich kriege eh nur eine Belohnung. Tschüss. Wir sind fast wie Geschwister, Präsidente. Bauen moderne Villa. Damit bin ich dann eher einverstanden. Schalten wir die frei und dann bauen wir die. Eigentlich egal wohin, ne? Hauptsache wir haben sie wieder. Check. So. So, 3 Banden sind mir halt viel zu teuer. Das heißt, die Quests haben sich doch ein bisschen geändert. Denn die kannte ich noch nicht. Jetzt sehen wir hier, dass wir die Zustimmung schon mal von 2 von 4 auch erreicht haben. Einfach nur dadurch, dass wir hier ein paar Sachen erlassen haben.
Wir können die Kirchen mal mit ein bisschen mehr Geld versorgen, damit sollte dann auch der Glaube weiter steigen. Was bringt Macht, wenn sie nicht Das machen wir sowieso nicht. Also tschüss. Und dann schauen wir nochmal ganz kurz. Das Schiff kann nebenbei weiterfahren. Spaß ist das größte Problem aktuell. Da können wir aber gut dran arbeiten. Freiheit ist halt sehr hoch. Arbeit ist mittelmäßig. Glaube will ich ja noch ein bisschen optimieren. Da habe ich aber auch einen Plan für. Da werde ich nachher die Kathedrale in Dings da bauen. Also Kommunisten sind bei 97. Die Religiösen haben es geschafft. Die Umweltschützer und die Konservativen fehlen noch. Für die Umweltschützer können wir aber eigentlich auch recht einfach... Es ist ein Vergnügen, mit ihnen Geschäfte zu machen. Dann nehme ich das Geld. Kapitalisten will ich ja nicht. Sonst machen die wieder nur Ärger. So, für die Umweltschützer können wir auf jeden Fall mehr oder weniger was machen. Ich glaube sogar, dass wir das Gebäude einfach nur abreißen müssen. Luftfilter haben wir integriert, Öl brauchen wir nicht. Und da schauen wir erstmal. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Gesamtzufriedenheit hochkriegen. Und wir haben immer noch die Möglichkeit, ein paar Sachen zu erlassen. Wir sind schon wieder mit 4000 im Plus. Dann gucken wir mal, was wir denn jetzt noch hätten, was die Umweltschützer bzw. die Konservativen gut finden. Verbessert bei den Umweltschützern um 10, verschlechtert aber bei den Konservativen um 15. Das ist ein bisschen schlecht. Die Umweltschützer müssen wir auch so hochkriegen. Sind halt nur 9 und wenn wir die Konservativen runterhauen, wäre das eher suboptimal. Hier können wir mal gucken, die finden die Recyclinganlagen nicht so toll und die moderne Villa, die könnten wir aber auch wieder abreißen. Würden wir da einen Punkt kriegen. Ansonsten müssen wir das doch über Verordnung schaffen. Da gucken wir mal, was hätten wir denn für euch sonst noch so Schönes übrig. Gute alte Zeit. Haben wir das... Haben wir doch aktiviert, oder nicht? Moment. Ich kann mich... Da ist es doch. Alles klar. Verordnung erlassen. Müllvorschreibung wäre bei den Umweltschützern, aber das wollen wir nicht. Glückliches Fleisch verbessert bei den Umweltschützern. Das wollen wir. Check. Dann fehlen mir nur noch die Konservativen. Verbessert bei den Kapitalisten. Das ist doof. Das läuft und müsste dann was bringen. Die Kommunisten interessieren mich aber nicht. Bildung fördern ist auch nichts. Kriegsrecht wollen wir nicht. Ja, die anderen Sachen laufen halt noch durch und das dürfte sich erst danach anpassen. Verschlechtert bei den Religiösen, senkt die Sicherheit, das ist ganz blöd. Mülltrennung war auch scheiße. Experimentelle Bodenhaltung ist auch kacke. Meerentsorgung ist auch scheiße. Kulturelle Vielfalt ist erst recht scheiße. Schnellstraße ist auch nicht so doll. Und hier haben wir verschlechtert bei der Religion, verschlechtert bei Umweltschützen, das verschlechtert irgendwie bei jedem und es hat, ich habe nichts davon. Legalisierung, verschlechtert bei den Konservativen. Lassen wir mal. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir jetzt die ersten Forschungsstufen durch haben. Dann dürfen wir theoretisch auch wieder im grünen Bereich sein. Was wir aber kurz noch machen können, ist etwas für den Spaß tun. Und da werde ich mich dann dazu entscheiden, dass ich so Restaurant zum Beispiel baue, da ich damit Nahrungsqualität verbessere und gleichzeitig auch Spaß in der Region habe. Deswegen kommt da mal so eine Nahrung hin. Hier oben baue ich auch mal so eine Nahrung hin. Die können wir dahin bauen. Und hier unten haben wir noch Einwohner. Da kommt dann auch noch mal was hin. Können wir uns nicht natürlich vergessen. Nicht leisten. Habe ich fast mitgerechnet. Aber es ist nicht weiter tragisch. Traut nicht im Internet. Traut nicht so, dann gucken wir mal weiter. Wir haben jetzt hier 3 von 4, das heißt, es fehlen uns nur noch die Konservativen. Kann aber sein, dass sie jeden Moment hochspringen. Ansonsten denke ich, dass wir auch da gleich nochmal eine Mission bekommen, die die Konservativen ein bisschen zufriedener stimmt. Es ist nur noch ein einziger Punkt, der uns hier fehlt. Und da werden wir doch schon noch das eine oder andere bauen können. Ich meine, dass eine Einwanderungsbehörde plus 3 gibt, dann hätten wir das nämlich auch erledigt. So, wir haben ein bisschen zu wenig Strom, das heißt, wir müssen mal kurz an der Energiesache ein bisschen doch drehen. Ansonsten haben wir vielleicht langfristig ein kleines Problem. Wobei, das ist das Forschungslabor, was ich eigentlich nicht mehr brauche. Ist jetzt die Frage, brauche ich was für Energie oder reiße ich was ab, was Energie braucht? Beides wäre möglich. Denke, ich baue dann lieber noch irgendwas für Energie. Ich könnte ja hier oben dem Kraftwerk einfach noch so ein Upgrade verpassen, aber es sind nur 5 Megawatt, die mehr kriege ich. Sie interessieren sich für die Zukunft. Diese Zukunft entsteht in meiner Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Ja, ist gut. Hilfe. Ja, halt die Backen. Ich mach das nicht. Ich habe Wichtigeres zu tun hier. So.
dann schauen wir mal. Das Problem ist nur, dass die Umweltschützer es nicht gut finden würden, wenn ich da jetzt so ein großes, teures Ding hinbaue. Also so eine, ihr wisst schon, so ein Atomkraftwerk beziehungsweise ein normales Kraftwerk. Dafür hätte ich eh kein Geld. Ich könnte es also mit einer Windturbine machen, da uns nicht viel Strom fehlt. Hoffen wir mal, dass das ausreicht. Es sollte natürlich im Idealfall irgendwo oben stehen. Das klappt aber hier nicht so gut mit Windkrafträdern, so wie das aussieht. Bauen wir das mal hier so am Meer. Wäre das eine Idee? So. Ich mache das mal auf Schnellbau und setze da mal mehr Geld drauf. Damit haben wir zumindest schon mal eine positive Bilanz, so dass alles hier arbeiten kann. Was haben wir denn hier? Glückliches Fleisch ist abgeschlossen. Haben wir jetzt... Nee, 3 von 4. Wir brauchen also doch noch irgendeine Kleinigkeit, um dahin zu kommen. Wissen Sie, wie man Leute dazu bringt, einen zu mögen, Präsidente? Yep. Gelder? Ja, dafür gibt es ein Formular. Und wir brauchen jetzt... Ich möchte euch um einen kleinen Gefallen bitten, Präsident. Vorgeschriebene Mülltrennung. So, das sind zwei Verordnungen. Dafür brauchen wir allerdings ein bisschen Geld. Dann können wir hier schon mal abgasfrei aktivieren. Wir müssen die Verordnung auch erlassen. Dann ist das nämlich erledigt. Dann... haben wir nur noch, genau, das untere kriegen wir auch schnell hin, wir brauchen gerade kurz ein bisschen Geld. Haben wir die überhaupt erforscht, die vorgeschriebene Mülltrennung? Ich meine, ich kann die gleich wieder rausnehmen, es ist da nicht das Problem. Das Schiff bringt uns ins Plus, sodass wir auf jeden Fall den Erlass auch durchkriegen. Ja, so viel im Plus sind wir jetzt nicht. Fahre doch jetzt wieder ein bisschen weiter. Dann werden wir jetzt hier vorgeschriebene Mülltrennung aktivieren. Recycling. Erlassen wir. Damit ist dieser Auftrag erledigt und als nächstes brauchen wir nur noch, damit wir auch abschließen können, hier die Sachen an die EU. Wir werden euch erstmal Fisch verkaufen, das gibt wieder 5 Punkte, auch wenn wir es nicht haben, scheißegal. Und wir werden euch Kakao verkaufen, auch wenn wir es nicht haben, scheißegal, aber wir haben dafür 70.000 in der Tasche. Jetzt habe ich kurz Pause gedrückt, kann nochmal schnell schauen, wir sind immer noch bei 3 von 4, das heißt, selbst mit der Verordnung funktioniert das eigentlich ganz gut. Jetzt gucken wir mal hier, dass wir die Konservativen wieder hochkriegen. Dafür müssen wir diese Umweltkacke wieder rausnehmen und eine Einwanderungsbehörde bauen. Wie gesagt, ich weiß, dass die allen... Ach, wir haben sie bereits. Das ist schlecht. Was können wir für die Konservativen tun? Dann müssen wir mal schnell schauen. Ich bleibe auch so lange im Pausenmenü, um mal schnell zu schauen, was die denn so gerne von uns hätten. Also, die Windturbine finden sie gar nicht cool. Kann ich verstehen. Was finden sie noch nicht cool? Forderung der Intellektuellen, das war alles soweit ganz gut. Die vorgeschriebene Mülltrennung, damit sind wir wieder 10 oben. Wenn ich die Windturbine noch zusätzlich rausbaue, hätte ich sie über 70, wenn ich mich nicht vertue. Die haben aber nichts gegen das Kohlekraftwerk gehabt. Deswegen baue ich jetzt nochmal hier, pass auf, ein weiteres Kohlekraftwerk. Das bauen wir irgendwo hin. Das bauen wir einfach mal hier vorne hin. So. Das mache ich dann auch auf Sofortbau. Ganz kurz die Zeit weiterlaufen lassen. Haben wir. Dann werden wir uns mal wieder mit Abriss beschäftigen. Und zwar fanden sie überhaupt nicht cool, dass ich eine Windturbine gebaut habe. Auch wenn es die Umweltschützer gut finden, aber die sind gerade bei 88 und die machen generell weniger Probleme. Dann kommt die schon mal wieder weg. Dann werden wir in den Verordnungen sagen, die Mülltrennung, das war ein Versuch. Und damit sollten wir eigentlich jetzt gleich die Fraktion auf 4 von 4 erhöht haben. Sehr schön. Also, kurz Pause. Dürfen da also nicht mehr allzu viel dran rumwuseln. Nee, das machen wir erstmal nicht. Dann schauen wir mal, wo sind unsere Hauptprobleme? Spaß ist eine Katastrophe, Sicherheit ist eine Katastrophe. Ich kümmere mich mal um den Spaß. Das kann ich relativ einfach machen. Und zwar, indem ich... wo ist es denn? Nee, da nicht. Da. Indem ich einen Zirkus zum Beispiel auf alle Inseln baue. Einmal, zweimal, immer da, wo die Einwohner auch leben, dreimal. Damit habe ich da schon mal wieder was für getan. Dann gucken wir mal, was ansonsten noch ein Problem ist, das mit der... Also was wir zumindest als Problem, was wir gut lösen können. Ne? Dafür gehen wir wieder in Almanach rein. Also Spaß wird auf jeden Fall steigen. Glaube ist noch nicht so toll. Dann werde ich für den Glauben auf jeden Fall auch was machen. Und zwar werde ich da ein teureres Gebäude nehmen, wie die Kathedrale zum Beispiel. Da haben wir wieder festgestellt, dass wir hier unten eigentlich doch recht viele Einwohner haben, die von der Kathedrale auch ein bisschen profitieren würden, wenn ich sie denn dann hätte. Das heißt, wir bauen erstmal da eine hin. Und ich bin sogar so nett und baue hier noch eine weitere hin.
damit haben wir da auch für den Glauben mehr als genug getan, würde ich mal behaupten. Dann schauen wir mal weiter im Almanach. Was ist sonst noch so eine Sache? Okay, das waren so die schlimmsten. Und was wir machen könnten, wäre hier an der Gesundheitsversorgung was zu schrauben. Und an der Wohnqualität können wir schrauben. Für Gesundheit werde ich jetzt einfach mal gucken, wo ich denn überhaupt ein großes Defizit auf Gesundheit habe. Qualität der Gesundheitsversorgung. Die ist generell immer mal wieder ziemlich rot, muss man sagen. Jetzt sehe ich, dass wir hier noch ein Gebäude haben. Die können wir mal mit allem upgraden. Damit geht da die Servicequalität nochmal ein ganzes Stück hoch. Ich würde trotzdem gerne nochmal ins Menü zurückgehen. Gesundheitsqualität. Ansonsten ist sie soweit. Okay, hier ist sie sehr schlecht. Das bedeutet, da muss ich mir was einfallen lassen. Wie zum Beispiel den Bau eines Krankenhauses, was ich mir nicht leisten kann. Okay, aber eine Klinik kann ich mir leisten. Baue ich da mal noch eine weitere hin. Gut, ich bin jetzt natürlich wieder ganz schön im Minus. Energieknappheit ist noch gegeben, aber das wird sich jetzt alles einpendeln. Wir lassen mal weiterlaufen und es müsste sich jetzt schon mal wieder optimieren und auf die 70 zugehen, langsam aber sicher. Es ist geschafft. Energie haben wir auch geschafft. Penultimo ist glücklich. Welch wunderbare Zeit. Präsidente, so, Sie interessieren sich für die Zukunft. Diese sind mir eigentlich alle drei egal. Ich werde mich aber für die Bibliothek entscheiden. Mit etwas Hilfe aus Ihrer Staatskasse können wir weitermachen. So. Einige unserer größten Erfolge waren reiner Zufall. Ich bin voll für Forschung und Entwicklung. Ist schließlich alles von der Steuer absetzbar. Aber Sie dürfen nicht Leuten zuhören, denen schon ein Versuch ausreicht. Man muss gewinnen, Präsidente. Und mit meinem Vorhaben werden wir sicher gewinnen. Hat sogar gereicht, um ins Plus zu kommen. Okay. Dann bauen wir die Bibliothek. Da können wir nämlich dann auch noch ein paar Sachen, ich glaube Freiheit war das, was wir da noch zubekommen. Jetzt dauert es natürlich einen Moment, die Gebäude müssen gebaut werden und alles, ne? Aber das kommt von alleine. Auf jeden Fall, nebenbei, wir haben keinen Stress mit irgendwem. Der Spaß wird steigen, sobald die Zirkusse, Mehrzahl, fertig sind, dann geben wir auch direkt mal mehr Geld rein, damit die Spaßqualität noch höher ist. Die Restaurants kriegen auch mehr Geld und am besten wäre auch die Servicequalität zu erhöhen, was sich dann auch wieder auf die Nahrung positiv auswirkt. Da ist dann auch gleich die Kathedrale gebaut. Vielleicht wird es auch die andere, die zuerst abgeschlossen wird. Wer weiß das schon so genau. Hier können wir jetzt, da wir gerade im Plus sind, auch alle drei erstmal upgraden, wobei das hier nicht funktioniert hat mit dem. Waren wir dann zu früh wieder im Minus, denke ich. Kurz gucken, wir sind immer noch 4 von 4 im Positiven. Es fehlt nur noch an 6 Zufriedenheitspunkten, auch wenn die Unterstützung schon auf 69 ist. Müssen wir trotzdem ein bisschen abwarten. So, wir können hier schon mal die Glaubensqualität hochsetzen. Wir könnten auch an der Sicherheit was machen, wenn wir die Dinger ausbauen, aber das brauchen wir gerade nicht. Jetzt können wir hier nochmal versuchen, gleich das Upgrade durchzuführen. So, hat funktioniert. Man sagt, Krieg sei gut für das Geschäft. Brauchen wir alle drei aber nicht. Wirklich und gut wir für das Geschäft ist werden, es, wenn überhaupt, wenn man massig die Achterbahn Geld bauen. Macht, ohne das. Um den Spaß halt noch ein bisschen anzukurbeln. So, jetzt ist natürlich die Frage, keine wann fängt Panik, das ganze Ding an zu steigen für uns? Bei 64, wir waren ja schon mal bei 65. Einmal nach. Gehen wir mal auf den Spaß, der steigt bereits und dann gucken wir mal, dass uns da nicht irgendwie was aus dem Ruder läuft. Aber ich denke mal, dass wir doch Spaß und Glaube jetzt hochbekommen. Gesundheitsversorgung könnten wir auch noch mal ein bisschen was dran erledigen. In der Vergangenheit marschierte da der Fortschritt nehme ich das voran. Geld, weil ich die Intellektuellen nicht so wirklich brauche. So, wir sind auf 65 Punkte gestiegen, das ist schon mal nett. Das heißt, wir bauen mal ganz kurz ein Krankenhaus, weil die Gesundheit ja wirklich sehr mies ist mit 60. Die haben wir ja in der Vergangenheit schon oft auf 80 plus gehabt. Da wäre hier vielleicht das Krankenhaus ganz angebracht. Da wir auch hier oben irgendwie recht wenig haben, was uns da in die Karten spielt. So, hier könnten wir doch erhöht die Freiheit. Wir brauchen ja kein Wissen, deswegen nehmen wir da die Forschung für die Bibliothek noch an, um die Freiheit noch mal ein bisschen zu erhöhen. Und dann können wir hier auch einmal wechseln. Die Zufriedenheit setzen wir das mal ein bisschen hoch. Okay, 65 haben wir. Dann gucken wir nochmal sicherheitshalber nach. Ja, es sind alle immer noch glücklich. Und dann werden wir jetzt nochmal
wenn die Gebäude dann alle durch sind, das ist das Letzte, sie sind also durch, hier eine Änderung machen, um die Arbeitsqualität zu steigern. Damit geht dann vermutlich auch die Wohnqualität hoch, indem wir jetzt sagen, dass wir alle 102 Arbeitsplätze bearbeiten. Hört sich jetzt erstmal an, nach viel Arbeit ist es auch. Setzen wir die mal hoch. Plantagen sind schon auf dem Maximum. Die Farmen glaube ich nicht. Nein, jetzt sind auch die Farmen auf dem Maximum. Die Zeitungen sind auf dem Maximum. Bergwerke können wir auch mal alle hochsetzen. So, die haben wir oben. Die haben wir auch oben. Die jetzt auch. Die Parkdecks auch hoch. Das ist eine einmalige Sache jetzt. Da müssen wir durch. Kraftwerke sind nicht alle auf Maximum. Warum will das nicht? Ach doch, das ist auf Maximum. So, die Recycling-Sachen noch hoch. Wie gesagt, das dauert halt einen Augenblick. Aber danach machen wir echt eine Menge weniger Geld. Aber die Zufriedenheit wird steigen. Bibliotheken. Wir haben sogar zwei davon. Okay. So. Polizeiwache. Sorgt auch wieder für Sicherheit. Die Feuerwehr ist auch immer positiv. Die Radiosender sind schon fertig. Busgaragen. Highschool. Ja, die haben wir schon erhöht. Okay. Krankenhäuser. Haben wir noch nicht erhöht. Damit geht auch die Gesundheitsversorgung wieder hoch. Hervorragend. Kirche, Modefirma. Die ist schon oben. Piratenbruch können wir auch erhöhen. Ne, können wir nicht. Ist im Einsatz. Schmuckfabrik. Einwanderungsbehörde. Ja, ich weiß, das ist nervig, die alle Sachen durchzuklicken. Ihr werdet es aber merken, dass wir damit dann das Spiel gleich beenden können. Kontrollpunkte. Warum haben wir überhaupt noch einen? Abreißen. Forschungslabor. Schutzturm. Warum haben wir überhaupt noch einen? Abreißen. Spielhalle setzen wir natürlich hoch. Bringt auch mehr Spaß. Das Gefängnis setzen wir auch mal hoch. Uni können wir hochsetzen. Palast bleibt. Da will ich irgendwie nicht mehr rein investieren und da können wir auch nicht allzu viel machen. Damit sind wir durch. So, dann werden wir mal jetzt beobachten können, wie hier die letzten Missionen ja, dafür sorgen, dass wir fertig werden. Almanach, Spaß, Zufriedenheit sollte steigen. Wir sollten, meine ich zumindest, jetzt auch die 70% erreichen. Sicherheit geht hoch, Arbeit geht hoch, Wohnen dürfte hochgehen. Ansonsten kann man in die Wohnsituation auch nochmal ein bisschen Geld stopfen. Vor allem Spaß geht schon. Achso, die Zeit steht still. Ich denke mir gerade, warum läuft hier nichts? Ja, Glaube steigt schon. Und ja, ich bin mir sicher, dass das klappt. Wohnen können wir aber mal ganz kurz bei den Wohnstätten noch sagen. Wir haben jetzt hier 12 Häuser, dass die auch mal alle mehr Geld kriegen. Wir können jetzt auch ins Minus gehen, das ist vollkommen egal. Apartmenthäuser setzen wir auch mal mehr Geld rein. Die Luxusvilla kommt auch mehr Geld rein. Kulturelle Vielfalt, das müssen wir gleich mal schnell gucken. Baracken können wir auch mal mehr Geld reinsetzen und die moderne Villa. Kommt auch mehr Geld, dann ist das durch. Was willst du? Verbessere Verordnung kulturelle Vielfalt. Das ist ein Problem. Aber da geht nur der Ruf bei den Intellektuellen runter. Das die Genossen ist kein sind Problem. Rastlos, Präsidente. Das könnten nicht wir jede wirklich Nation annehmen. Ist mit Robert befreundet. Das verwerfen wir. Wir sind fast wie Geschwister. Und mit dem Schiff könnten wir nochmal ins Plus kommen, damit wir die kulturelle Vielfalt. Das ist halt echt ärgerlich, weil ich will die eigentlich gar nicht haben. Was ist der beste Weg? Ich erlasse sie und muss sie danach halt wieder rausnehmen. Weil wir jetzt nur noch 3 von 4 haben. Aber wie gesagt, wir wissen, woran es liegt, deswegen ist das nicht tragisch. Und eventuell kriegen wir das rechtzeitig erledigt. So, wir haben schon 3 Punkte hier zugelegt. Man sieht also, dass es in die richtige Richtung läuft. So, die Verfassung muss halt zurückgeändert werden. Nicht die Verfassung, sondern der Erlass muss zurückgenommen werden. Aber er muss erstmal abgeschlossen werden, das ist ganz klar. Zum Glück kostet das kein Geld, wenn man den rausnimmt, bei den hohen Ausgaben, die wir jetzt gerade haben. Gucken wir mal bei der Verordnung, wie lange das dauert. Die Hälfte haben wir. Und wir sind bei 68 von 70. Das wird auch weiter steigen. Die letzten 2 Punkte, daran sollte es jetzt nicht scheitern. Wir haben noch 2000 Tage Zeit, um das auszugleichen.
Und dann muss man sagen, dass es eine unserer kürzesten Missionen gewesen ist. Ich glaube sogar die zweitkürzeste. Komm, lauf mal schneller. Ich will das wieder zurücknehmen. Es fehlt nur noch ein einziger Punkt. So, ich werde sie auf jeden Fall, auch wenn wir die 70 erreichen, rausnehmen. Erst wenn die voll ist. Für den Fall, dass wir dann wieder diese runterfallen, könnten wir uns nämlich nicht erlauben, finanziell das wieder auszugleichen. So. Komm. Ach, fertig. Ich hätte gerne die Quest abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Und sie ist wieder draußen. Dann. Was? Nicht jede Nation ist. Das nehmen wir mal an. Was ist denn mit den Kapitalisten gerade gewesen? Oh, ihr wollt einen Yachtclub haben. Ich lasse das mal offen. Vielleicht habe ich Glück und kann es mir leisten. Sie haben, ich glaube aber fast nicht. Das Geld nehme ich trotzdem. Ich glaube nicht, dass wir uns den Yachtclub leisten können. Dann kriegen wir da ein bisschen was auf den Deckel. Aber das soll nicht weiter schlimm sein. Jahre bis zum Referendum. Noch 5. Wir müssen die Zeit wirklich bis zum Referendum abwarten. Ernsthaft. Das heißt, wir brauchen diesen blöden Yachtclub. Schlecht. Ein bisschen schlecht, würde ich sagen, denn wir kriegen ihn nicht. Sind auf jeden Fall sehr, sehr früh fertig geworden mit allem. Ich hoffe, dass es nicht schlimm ist, wenn wir davon wieder eins verlieren sollten. Obwohl doch, das wäre schlimm. Das wäre schlimm. Was mache ich denn? Nehme ich das Risiko in Kauf mit dem Yachtclub? Was passiert denn? Alle Geldkosten werden verdoppelt, alle Handelspreise werden halbiert, der Umrechnungskurs von Schweizer Nummernkonto-Staatsbankbroker wird halbiert, der Effekt dauert ein Jahr an. Da es mir egal ist, wie weit ich ins Minus gehe, wäre das eigentlich egal, weil die Kapitalisten werden von mir sowieso nicht gebraucht. Aber wir könnten das mit einem Darlehen zum Beispiel überbrücken. Aber wir werden auch nicht so viel Geld verdienen, um uns das erlauben zu können. Ja, ich nehme das Risiko in Kauf. Ist mir egal. Hört sich sehr böse an. Ist mir egal, was die Kapitalisten von mir fordern. Hab mich ja schließlich nicht dafür entschieden, denen irgendwie die irgendwie glücklich zu machen oder so. So, jetzt kriegen wir erstmal böse auf den Deckel. Und ihr werdet euch wundern, aber vermutlich werden wir sogar aus den Schulden nochmal rauskommen. Es hat keinen Sinn, Press. Ihre willkürliche Politik. Ist mir sowas von egal, dauert ein Jahr an. Ich werde Russland nicht sabotieren, das können wir direkt mal abbrechen. Wir können aber vielleicht mal den einen oder anderen Handel noch nebenbei laufen lassen. Das können wir denn schönes verkaufen. Nicht, dass wir nachher noch in Kriegszustand mit denen kommen, aber nee, die sind alle soweit zufrieden mit uns. So, China will, dass wir denen was verkaufen, das können wir wohl machen. Oder auch nicht. Wir haben nämlich nichts zum Verkaufen. Wow, wir kriegen 110% Fisch, wenn wir den verkaufen. Das ist cool. Ach, wir haben noch Handelslizenzen laufen. Okay, Fisch läuft ja noch. Ja, das ist ja nice. Es gibt einen Nachteil an Beliebtheit, irgendwie haben die vergessen, das zu übersetzen. War das so die Warnung? Die letzten 3 Jahre laufen. 2002 findet es statt. Wie ist denn die allgemeine Zufriedenheit ansonsten? Ja, 71, wir sind sogar drüber. Die Zufriedenheit wird bleiben. Vielleicht steigt sie sogar noch ein bisschen weiter, das wäre nicht schlecht. Wir könnten, wenn wir mal an Geld kommen sollten, was an der Wohnqualität machen. Ich habe von eurem Buch weiterspielen, das ist halt nur die finanzielle Sache, das kennen wir ja. Die kommt ja sehr häufig vor. Klar, wir nehmen jetzt im Moment gar nichts ein, das ist eventuell dann doch ein Problem, falls wir noch was bauen müssten im Notfall. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, erwartete Einnahmen, eine Katastrophe, ist halt halbiert, wir hätten sonst das Doppelte gekriegt. Und zum Glück läuft es ja schnell, so dass wir auch aufs Ende zukommen. Was für ein schöner Tag, Brett. Ja, ich verkaufe dir ein bisschen Wissen. Oh, wir haben die Zustimmung von einer der Fraktionen verloren. Aber es heißt, wir müssen die überhaupt nicht mehr haben aktuell. Vor allem, Moment mal, welche ist denn das? Die Konservativen schon wieder? Was haben denn die für einen Auftrag auf einmal? Die finden Militärpolizei in guter alte Zeit ganz gut. Ich denke aber, dass die auch wiederkommen werden.
Umweltschützer könnten eigentlich auch ein bisschen besser sein. Boah, wir haben im Frachter richtig Geld gemacht. Ach, das Jahr ist auch rum. Wir kriegen wieder ein bisschen mehr Geld. Es heißt aber, wir müssen nur noch die Jahre bis zum Referendum abwarten. Jetzt ist die Frage, brauchen wir die Fraktion wieder oben oder reicht das so, wie sie ist? Schlecht hat bei den Konservativen. Ich brauche noch irgendeine Kleinigkeit für die Konservativen. Haben wir da nicht noch irgendwas? Konservative, ansonsten könnten wir vielleicht die Umweltschützer auch noch verlieren. Verschlechtert bei den Kommunisten, verschlechtert bei Religiösen, verbessert bei Kapitalisten. Das brauche ich gar nicht. Verschlechtert bei Religiösen, verbessert bei Kapitalisten. Nein. Kostenloses Wohnen, verbessert bei den Kommunisten. Die sind so top, dass die top bleiben. Ich kann mir aber vorstellen, dass die wiederkommen. Ich weiß ja jetzt nicht genau, warum ich sie verloren habe. Die Bürger verlangen nach. Ja, ich halte eine großartige Rede. Ich habe eine Idee. Passt auf. Es ist erstmal, dass wir an der Wohnzufriedenheit arbeiten werden. Die Konservativen, die lobe ich mal. Vielleicht kommen dann da ein paar mehr auf den Trip, zu mir zu wechseln. Zack. Einwohner von Tropico. So. Mein Volk. Meine Kinder. Euer Wohlstand. Fanden die das jetzt? Ja, die fanden das sogar gut, dass ich sie gelobt habe. Eure Solidarität ist mein Glaube. Dann gucken wir mal, wie sich das jetzt auf auswirkt. Ja, wir können die Zeit weiterlaufen lassen. Ich habe sie jetzt auf 79, also das Loben war hervorragend. Damit habe ich ein bisschen Spielraum und ich kann mal kurz gucken, was ich für die Umweltschützer. Vielleicht noch ein kleines Gebäude oder sowas. Falls ihr Dächer habt. So, die finden ja, okay, ich meine, dass man irgendwo sehen konnte, welche Gebäude sie gut finden. Tropico ist stolz auf seine Geschichte. Wir danken den Konservativen, die uns nicht vom rechten Weg abkommen oder auch nur. Ja, die Zeit läuft ja parallel weiter. Tradition. Ich meine, dass es da auch Gebäude für gab, aber wir können sie uns eh nicht leisten, also was soll's. Ansonsten haben wir bestimmt noch eine Verordnung, die wir da machen könnten. Verbessert bei den Umweltschützern, verschlechtert bei den Konservativen um 10 Jahre. Das ist halt, könnten wir uns nicht leisten, auch wenn die Umweltschützer das gut fänden. Erstmal auf 4 setzen. Aktuell haben wir sie ja, ne? Sagen wir es mal so, und wir werden das auch schaffen. Ja, mit den Schulden werden wir das vermutlich nicht schaffen, da nochmal rauszukommen. Die letzten 1000 Tage laufen. Wir haben also noch mal vorher eine Wahl. So, und das Referendum werden wir auf jeden Fall gewinnen. Das ist halt abhängig von der nächsten Wahl, die wir da haben. Ja. Aber, ja, zuversichtlich, dass das jetzt funktioniert. Die letzten 900 Tage laufen. Weniger als 3 Jahre. Alle Ziele bei weitem erreicht. So, die Zustimmung bei 5 zu bekommen, wäre, glaube ich, unmöglich. Lasst mich eure das nehmen wir einfach mal an, auch wenn wir es nicht erledigen. Das können wir auch annehmen. Und da fällt mir ein, Moment. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Ja, an besseren Angeboten. Natürlich. Für 2000 so 5 Ruf bei den Umweltschützern. So, da werde ich auch mal nichts weitermachen. Es bleibt alles im positiven Bereich. Klar, wir könnten versuchen, irgendwie noch die Arbeit ein bisschen zu verbessern, aber es hieß ja zum Glück nicht, dass wir eine positive Bilanz haben sollen bei der Quest. Ansonsten hätten wir es nämlich nicht hingekriegt. Jahre zum Referendum noch 1. Wir sind fast wie Geschwister, Präsidente. Nein. Aber haben Sie schon einmal Geschwister kämpfen sehen? Der Vorteil, alle beiden Quests enden, das ist mir deswegen egal. Auch das ist mir egal. Die enden, nachdem das Spiel beendet ist. Von daher komplett egal, auch wenn wir da eine Warnung stehen haben. Wir haben bis dahin das Spiel beendet. Ja, das haben wir. Da sieht man aber mal, wie schnell die 1000 Tage da jetzt auch irgendwie rumgegangen sind. Wenn man nicht die ganze Zeit irgendwie im Pausenmenü ist. Ich denke mal noch so 2-3 Minuten, dann haben wir es auch so gut wie erledigt. So. Eventuell. Ja, wir werden hier nicht viel mehr kriegen. Ich
habe halt ein bisschen Bedenken, dass wir doch noch die ein oder andere Fraktion hier verlieren. Es war gut mit Ihnen. Ja, danke. Ja, es ist auf jeden Fall Glück. Also ich glaube, wenn das beides vorher eingeschlagen hätte, hätten wir vielleicht noch ein Problem gekriegt. Wir machen die freien Wahlen. Wir haben auch sehr wenig Gegenstimmen. Das heißt, es sollten wir haushoch gewinnen. Die letzten drei Monate in diesem Jahr und dann läuft auch das letzte Jahr, bis wir das Spiel beenden. Und das erfolgreich, würde ich sagen. So, es kam mir auch ehrlich gesagt gar nicht mal schwer vor. Gut, Geld ist ein bisschen besser geworden. Nee, das war nicht knapp, das war alles okay. So, dann schauen wir nochmal. Wir haben immer noch die 4 Zustimmungen im letzten Jahr, da wird also nicht mehr viel passieren. Hier liegt eine offizielle Stellungnahme des Palasts. Mit Geduld und Zeit kommt man weit. Mit Ungeduld kommt man aber weiter. Gut, das heißt irgendwie, wir sind doch früher fertig. Ich dachte eigentlich, dass wir noch ein Jahr länger Zeit haben oder müssen. Spiel ist gewonnen. Dann klicken wir mal auf Spiel gewinnen und gucken uns das Endvideo an. Mein Volk! Die politischen Sterne stehen günstig. Ich präsentiere mich euch als Tropicus Presidente schon bald auf Lebenszeit. Kein Presidente ist schlauer als ich. Kein Presidente ist schöner. Kein Presidente ist bescheidener. Das ist eure Chance, mein Volk. Egal, ob eure Ansichten neoliberal, sozialistisch oder nationalistisch sind. Egal, ob ihr euch nach Wohlstand, Zusammenhalt oder Sicherheit sehnt. Ich bin ein Präsident für jeden Geschmack. Ich bringe euch Wohlstand. Wie muss euch nicht kümmern? Ich bringe euch zusammen. Vielleicht vor Angst, aber das zählt auch. Ich bringe euch Sicherheit. Mit mir als Präsident auf Lebenszeit wird niemand sonst euch je bedrohen. Dies ist euer Moment, werte Bürger. Vertraut den Sternen und wählt, wie ihr noch nie zuvor gewählt habt. Wählt Präsident auf Lebenszeit. Viva Tropico! Gute Nachrichten, Präsidente. Abgesehen davon, dass das Blut auf den Straßen nur sehr schwer abzuwaschen ist, ist euer Volk begeistert von euch. Ihr habt diese Rebellen zerschmettert. Ja, damit ist es geschafft. Wir sind am Ende angekommen. Ich kann mir das Video nochmal angucken. Echt? Und so hat sich herausgestellt, dass die Prophezeiung der Maya stimmt. Natürlich tut sie das, Präsidente. Ich habe nie daran gezweifelt. Und ihr wurdet Präsidente auf Lebenszeit. Was für ein freudiger Tag. Ein äußerst erinnerungswürdiger Sommer im Land, für das Penultimus Herz schlägt. Bis heute wache ich manchmal auf und glaube, es war ein Traum. Aber dann stelle ich fest, dass es keiner ist. Bitte reicht mir ein Glas Wasser. Ihr habt es geschafft, Präsidente. Der Sieg gehört uns. Ich meine, Ihnen. Gut, dann sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Ich danke euch auf jeden Fall wieder ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch alles Gute, Kommentare gerne gesehen. Ich beantworte sie auch sehr zeitnah in der Regel. Wenn ihr Vorschläge habt, was man besser machen kann, was ihr euch an Änderungen wünscht oder Tipps für andere Mitspieler noch habt, worauf sie achten sollen, gerne jederzeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns morgen wieder um die gleiche Zeit. Und passt auf euch auf, bleibt gesund, macht keinen Blödsinn. Euer Yuseko.